الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere zweite Halaqa der Erklärung von Madarij al-Salikin von Imam ibn al-Qayyim. Wir haben letzte Halaqa über Imam ibn al-Qayyim hat über viele Aussagen von verschiedenen Anbetern und Askesen über die Wahrheit von der Tawakkul. Jeder hat einen Teil von der Tawakkul erwähnt. Also bedeutet, alle Aussagen von dieser Anbeter sind richtig, weil jeder hat einen Teil von der Tawakkul erwähnt. Nur Qayyim sagt jetzt seine Meinung und er sagt, وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ التَّوَكُّلَ حَالٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَجْمُوعِ أُمُورِ. التوكل ist ein حال. Hal ist eine seelische Lage. Ist eine seelische Lage. Hal heißt das. Das Wort Hal hat viele Bedeutungen. Aber Hal ist eine Lage. Aber in diesem Bezug, Ibn al-Qayyim spricht über eine seelische Lage. Eine Lage von Al-Iman. Eine Lage, seelische Lage von Al-Iman, Al-Hal. Und Al-Tawakkul Hal und Murakkaba. Es ist zusammengesetzt von verschiedenen Sachen. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. Und der Tawakkul wird nicht vollkommen außer mit diesen Sachen. وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور. Er sagt, dieser Anbeter, jeder hat einen Teil von diesen Sachen erwähnt. أو اثنين أو أكثر. Manche haben zwei, manche haben drei. Jeder hat was erwähnt. فأول ذلك. Also er redet jetzt über diese Teile von التوكل. Also diese Sachen, die bilden den Tawakkul. Die erste Sache, Ma'rifatun bir Rabbi wa sifatihi, das Wissen über Rabb, über den Herr, seine Eigenschaften, seine Fähigkeit, dass er genügt ist, sein Qayyumiyya und dass Allah in seine Hände, wa suduriha an mashi'atihi wa qudratihi, und alles kommt. Alles kommt gemäß, was Allah will. Und وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. Diese erste Stufe, er sagt, die erste Stufe, was ein Diener wissen muss, er braucht Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Basis. Das ist die Basis von التوكل. Weil wenn das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala schwach ist, es bedeutet, التوكل wird auch schwach. Es bedeutet, dass man weiß über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Namen und Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in den Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Ihm gehören die schönsten Namen. So rufe ihn. Also, فَدْعُوهُ بِهَا. Es bedeutet, dass wir rufen Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Namen. Die Gelehrten haben verschiedene Aussagen über فَدْعُوهُ بِهَا. Es bedeutet, du führst al-Ibada gemäß dein Wissen über Namen und Eigenschaften. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, die ist schön. Also bedeutet, die Namen sind schön. Was bedeutet schön? Ich habe das oft erklärt, die Namen von Menschen sind nicht schön, weil das sind Namen und keine Eigenschaften. Du heißt,
Du heißt großzügig, aber du bist geizig. Du heißt wissend, aber du bist unwissend. Der Name von einem Menschen ist keine Eigenschaft. Es ist nur ein Name. Du findest ein Verbrecher, heißt Salih zum Beispiel. Tugend, aber er ist nicht Tugend. Die Namen von Menschen sind nicht schön, aber die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind schön. Bedeutet, dass die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Namen und Eigenschaften. Und das ist ein Regel, ist das. Das sind Namen und Eigenschaften. Es bedeutet schön auch, dass diese Namen, die bewirken Al-Qadar. Die bewirken die Existenz. Die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die bewirken alles, was du siehst. Alles. Alles, was du siehst. Also wenn du schaust aus dem Fenster, du findest Bäume. Wer hat Bäume erschaffen? Allah, den Himmel, Allah hat es geschaffen. Die Erde, den Mensch, alles, was du siehst, hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und du siehst auch, die Schönheit stammt von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist Jamil, es leidet der Schöne, er liebt die Schönheit. Und du siehst jede Sache in ihrer passenden Stelle, das stammt vom Namen der Allweise, Allwissende, Allweise. Du siehst Ar-Rahma, das stammt von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Abama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Also das Wissen, brauchst du das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb in Bezug auf Tawakkul, du sollst wissen, dass Allah Ar-Rabb ist. Dass alles, was passiert, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt das. Und das ist sehr wichtig, um Tawakkul durchzuführen. Also es reicht an diesem Stelle. Dann sagt er, unser Sheikh, möge Allah zufrieden mit ihm, sagt, وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُ التَّوَكُّلُ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ فَيْلَسُوفٍ. Er sagt, Tawakkul ist nicht authentisch. Kann nicht authentisch sein und unvorstellbar von einem Philosoph. Ja, warum? Weil die Philosophen, die sehen, dass es eine notwendige Beziehung zwischen As-Sabab und Musabab. Sebeb ist der Grund. Also dieser Name braucht nicht auf Deutsch sagen. Ich erkläre das, aber braucht nicht mehr auf Deutsch sagen. Sebeb ist der Grund. Sebeb ist jede Sache, die führt zu einem Ziel. Du möchtest in die Moschee gehen, musst du laufen. Das Laufen ist Sebeb. Und das Ankommen in der Moschee ist ein Ziel. Die Ehe ist ein Sebeb für die Keuschheit zum Beispiel. Oder für Kinder bekommen. Also jede Sache hat ein Sebeb. Das ist ein Gesetz. Al-Musabbab ist das Ziel. Al-Musabbab ist das Ziel, was du suchst. Al-Musabbab ist das. Partizip passiv. Ist was gemacht wird durch diese Sebeb. Sebeb, Al-Musabbab. Diese Philosophen, sie sehen eine notwendige Beziehung zwischen As-Sabab und Al-Musabab. Es muss sein. Wenn du heiratest, musst du Kinder bekommen. Es muss sein. Und sie negieren Ar-Rububiyya. Aber in Islam, das ist nicht richtig so. Ibrahim a.s. wurde ins Feuer geworfen. Normalerweise, Feuer ist ein Sabab des Brennens, des Verbrennens. Ibrahim wurde nicht verbrannt. Obwohl es Sebeb war da. Aber Ibrahim wurde nicht verbrannt. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Kraft des Verbrennens von Feuer weggemacht. Ja? Und es gibt viele Leute, die sind gesund, die heiraten, die bekommen keine Kinder. Und die Ersten sagen, wir wissen nicht warum. Das Sebeb ist da, aber Musabab kommt nicht. Das Ziel kommt nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala beeinflusst das. Die Philosophen erkennen das nicht. Die sehen, es gibt eine notwendige Beziehung mit Sebeb Musabab. Deshalb, Tawakkul bei ihnen ist unvorstellbar, dass ein Philosoph Tawakkul durchführt. Ja, das ist eine allgemeine Bedeutung. وَلَا مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَلَا مِنَ الْقَدَرِيَّةِ Auch kann man Tawakkul nicht vorstellen von Al-Qadariyya. Deshalb, du kannst diese Bücher nicht lesen, wenn du Al-Aqidah nicht studiert hast. Du
kannst diese Bücher nicht, du kannst lesen, aber du verstehst nicht, was Al-Qadariyya ist. Was meint Al-Qadariyya? Qadariyya, das sind diejenigen, die verneinen Al-Qadar. Die sagen, wir machen das. Ja? Wir machen das. Das bedeutet, sie übertreiben in Bezug auf das Sebab. Übertreiben in Bezug auf, übertreiben in das Sebab. Ja? Deshalb ist unvorstellbar, dass Al-Qadari macht den Tawakkul, weil er verlässt sich auf seine Tat. Ja, und er negiert Al-Qadar. Deshalb heißt er Qadari. ولا من القدرية النفاة القائل بأن يكون في ملكه ما لم يشاء ابن القيم so der Sheikh ibn al-Qayyim sagt und er ist unvorstellbar von der Qadariyya die sagen das ist passiert im Universum von Allah was er nicht will also passiert im Universum von Allah was er nicht will und das stoßt gegen Aqida von Al-Sunnah es ist unmöglich dass irgendwas passiert in Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala außer was er will. ولا يستقيم ايضا auch التوكل kann auch nicht sein von Al-Jahmiyyah. Die Verneiner, diejenigen, die verneinen die Eigenschaften von Al-Rabb. Al-Jahmiyyah, das sind die Al-Jahmiyyah Al-Jabriyyah. Das sind das Gegenteil von Al-Qadariyyah. Die sagen, wir sind nur ein Blatt in dieser Luft, wie ein Blatt in der Luft. Wir haben keine Wille. Gegenteil von Al-Qadariyya. Qadariyya, die übertreiben in ihren Tat, diese, die negieren ihren Tat. Sie negieren die negieren das Sebab. Die negieren das Sebab. Und sie negieren die Ursachen. Die negieren das. Also bedeutet, wir haben keine Wille. Wir können das Sebab auch nicht machen. ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات التوكل wird nur von niemand realisiert außer von den Leuten die Namen Eigenschaften von Allah سبحانه وتعالى feststellen أهل السنة فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم ولا هو فاعل باختياره ولا هو ولا له إرادة ومشيئة. Er sagt, was für توكل kann kommen von jemand, der glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß nicht ein Detail über seine Geschöpfe. Das sind die Philosophen, sagen das. Sie sagen, auch die Philosophen, die stellen fest, dass Allah existiert. Es gibt manche, die sagen, Allah existiert, aber die sagen, er weiß nur umfassend, er weiß nicht im Detail. Er weiß nicht, das Wissen von ihm ist nicht detailliert. Deshalb, er sagt, Ibn al-Qayyim, فَأَيُّ تَوَكُّلٍ Welche Tawakkul erwartest du von jemandem, der glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Detail über seine Schöpfung weiß, wala huwa fa'il bi-ikhtiyari, und dass Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Wille, wala lahu irada wa mashi'a, wala yuqumu bihi sifa, und hat keine Eigenschaft. فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَعْلَمْ وَأَعْرَفْ كَانَ تَوَكُّلُ أَصَحْ وَأَقْوَى. Und er sagt, derjenige, der sein Wissen stark über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Namen und Eigenschaften, sein Tawakkul wird stärker. Je mehr du über Allah weißt, desto dein Tawakkul wird authentisch und stark. Das bedeutet jetzt das erste Prinzip, das Wissen über Allah. Das authentische Wissen über Allah. Das bedeutet, Tawakkul kann niemand durchführen, der ein falsches Wissen über Allah. Deshalb, warum, du sagst jetzt, warum studieren wir das Thema Namen und Eigenschaften? Das ist nicht nur wegen der Regeln. Manche Die meisten Lektionen, 90% von Lektionen über Al-Aqida, über Namen und Eigenschaften, ist trocken. Die machen keine Verbindung zwischen den Regeln und die Existenz. Ja? Aber schau mal, wenn du liest jetzt die Bücher von Al-Qayyim, du sagst, er macht eine große Verbindung zwischen das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und At-Tawakkul. At-Tawakkul ist ein Ibadah. Und du, was möchtest du mit At-Tawakkul? Du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Lage beeinflusst. Deine Lage ändert. Ja? Kana At-Tawakkul asahhu aqwa.
Erste Sache ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Zweite Sache ist das Feststellen von dem Sebab und dem Musabab. Sebab, ich habe gesagt, Sebab ist alles, was zum einen Ziel führt. Sebab auf Arabisch. Auf Deutsch Grund der Ursache. Dass jede Sache führt zu einem Ziel, das ist ein Sebab. Die Leute in Bezug auf Sebab sind drei Arten. Leute in der Welt sind drei. Manche, sie haben in das Sebab übertrieben. Die haben nichts geschaut außer Sebab. Und das Herz von ihnen hängt an das Sebab, was er macht. Ja? Zum Beispiel jemand will irgendeine Sache haben, sein Auge ist vollkommen auf As-Sabab. Und sie übertreiben As-Sabab. Erste Gruppe, sie übertreiben in As-Sabab. Ja? Zweite Gruppe, sie haben As-Sabab negiert. Also die erste Gruppe, das sind die Philosophen. Die übertreiben As-Sabab. Das sind die Materialisten. Zweite Gruppe, die haben As-Sabab negiert. Das sind die Sophistika. Viele Sophia und Übertreiber von Sophia. Deshalb du siehst, dass in der Geschichte, als die Mongolen Bagdad angegriffen haben, was haben die Gelehrten von Sophistika gesagt? Geht rein in die Moscheen und liest Sahih al-Bukhari. Al-Baraka von Sahih al-Bukhari wird die Mongolen besiegen. Und Mongolen kamen rein in Bagdad. Die haben 1 Million getötet und haben Sahih al-Bukhari verbrannt. Also die negieren das Sebab. Das sind die Sufustika. Dritte Gruppe, das sind die Solastika, Mutakallimun. Das sind diejenigen, die sagen, die erkennen das Sebab. Sie erkennen das Sebab. Sebab ist da, wir machen das Sebab. Aber das Sebab hat keinen Einfluss auf den Musabab, auf das Ziel. Das sind drei großen Gruppen. Philosophen, Sophistika und Mutakallimun. Das sind drei Sachen. Die erste Sache, die Übertreibung von dem Sebab, das ist ein Stoß gegen den Tawhid. Gegen das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Rabb von dem Sebab. Allah ist der Schöpfer von dem Sebab. Alles, was du machst, Allah ist Rabb. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese Regel in seiner Schöpfung gemacht. Dass, wenn du ein Musabab willst, ein Ziel willst, du brauchst ein Sebab. Die zweite Gruppe, die es Sebab negiert haben, das ist ein Stoß gegen den Verstand. Also, das ist ein Stoß gegen den Verstand. Man sieht, dass jede Sache hat ein Sebab und man sagt, es gibt kein Sebab. Das sind drei großen Gruppen. Er sagt, فَإِنَّ مَنْ نَفَاهَا فَتَوَكُّلُهُ مَدْخُولٌ. Er sagt, derjenige, der es Sebab negiert, sein Tawakkul ist nicht rein. مدخول. مدخول bedeutet, ist nicht rein, ist leer. وَهَذَا عَكْسُ مَا يَظْهَرُ بِذَوَاتِ الرَّأِي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن فيها تمام التوكل وهذا عكس ما يظهر بذوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن فيها تمام التوكل غيرت بدي أست غوبة دي السبب نجيرت haben sagen wenn du السبب erkennst das ist ein Stoß gegen die wahre Tawakkul und das ist kein Tawakkul das ist Tawakkul dann Tawakkul. Der Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Beduin, und mit seinem Kamel hat ihm gefragt, soll ich sie binden? Also soll ich mein Kamel so loslassen? Und ich bete, also er war neben der Moschee, er wollte beten. Also der fragt den Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich mein Kamel so lassen, ohne ihm zu binden? Oder soll ich ihn binden? Also der erste Teil der Frage, also bedeutet, soll ich das für Allah überlassen? Allah wird mein Kamel schützen und bewahren und bleibt da. Oder soll ich das binden?
Prophet sagt zu ihm, اعقلها وتوكل. Binde sie und Tawakkul. Tawakkul. Das bedeutet, As-Sabab ist ein Teil von dem Tawakkul. Ja. Fa'lam. Nuqayyim, ich weiß, dass das Thema nicht einfach. Das Thema ist nicht einfach, aber das ist gut und das ist sehr wichtig, das Thema zu verstehen. Sonst man kann Tawakkul nicht durchführen. Deshalb bekommt man nicht viel Erfolg und hat viele Probleme, weil Tawakkul ist nicht authentisch. Er sagt Ibn al-Qayyim, فَاعْلَمْ أَنَّ نُفَاتَ الْأَسْبَابِ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ تَوَكُّلُنَا الْبَتَّةِ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي حُصُولِ مُتَوَكَّلِ فِيهِ. Er sagt, die Verneinung von al-Asbab, al-Asbab ist Sebab, ist Plural von Sebab. Die Verneinung von dieser Gründe, ihren Tawakkul wird nie authentisch sein. Weil Tawakkul ist eine große und starke Sebab, damit du bekommst, was du willst. Tawakkul selbst ist ein Sebab, damit du bekommst, was du möchtest. Und das ist wie ein Dua. الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. Ist genau, Ibn al-Qayyim sagt genau wie Dua. Allah subhanahu wa ta'ala hat Dua Sebab, ein Sebab, damit du bekommst, was du möchtest. Oh Allah, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Dua ist ein Sebab. Also ich erkläre hier eine Sache, das ist sehr wichtig zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Asbab gemacht, entweder Schar'an oder Qadaran. In Bezug auf Al-Qadar, wenn du dein Haus bewahren willst, dann mach eine Tür, schließ zu. Du sollst einen Schlüssel haben. Diese Sache ist Qadaran, also in der Schöpfung, der Verstand sagt, das ist authentisch, Allah hat das gemacht. Also jemand jetzt sagt, ja, ich bewahre mein Haus, ja, um mein Haus zu bewahren, ich hänge ein Bild mit einem Augen, diese Augen, was diese Leute machen, diese Amuletten, diese Sachen, diese Amulette, dieser Schirk al-Asghar, die kleine Schirk. Also du fragst ihm, ist diese Sache, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache einen Grund gemacht in al-Qadr, dass sie dein Haus bewahrt? Woher hast du das? Ja, also du darfst nicht eine Sache Sebab nehmen, außer wenn Allah es Sebab gemacht hat für ein Musabab, für ein Ziel. Das ist sehr wichtig. Auch in Bezug auf Al-Shar'h. Du willst Paradies, Allah subhanahu wa ta'ala Asbab geöffnet und gestellt. Das Gebet, Al-Sawm, Al-Hajd, alles sind Asbab. Alle sind Asbab, die führen zum Ziel, Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala, auch damit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit dir. Das sind Asbab. Asbab ist zwei Arten, Shar'i und Qadari. Ja? Das Wasser ist ein Sebab, damit du dich reinigst. Wenn du kein Wasser hast, dann nimm Tayammum, mach Tayammum, ein Stein oder Erde. Wenn jemand sagt jetzt, nein, ich nehme kein Erde, dann es gibt kein Wasser, ich nehme Glas. Glas ist kein Sebab für Tayammum. Allah hat das nicht gemacht als Sebab. Das ist Schar'a. In Bezug auf Al-Qadr auch. Du musst die Asbab Al-Qadariya nehmen, um die Ziele zu bekommen. Wenn du Hunger hast, du sag mir nicht jetzt, wenn du Hunger hast, du wirst und du sagst, ich schlafe, damit ich keinen Hunger habe. Das Schlafen ist kein Sebab für satt sein. Das Essen ist Sebab. Trinken ist Sebab für Irwa. Ja? Und diese Sachen sind Asbab. Du trinkst dann, du hast keinen Durst mehr. Nach gemäß die Philosophen, wenn du trinkst, musst du keine Durst haben. Aber wenn Allah es will, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Dua gemacht mit, also für Muawiyah gemacht. قال اذهب لا اشبعك الله.
Also, du wirst nie satt. Er isst und ist nie innen satt. Es gibt auch Leute, die schlafen, die sind müde. Die sind immer müde. Sebeb, er bringt immer Musabbeb, Ziel. Aber es gibt manchmal Hindernisse. Allah macht Hindernisse. Allah macht Hindernisse. Und Allah auch beeinflusst Sachen ohne diese Sebeb. Und das siehst du in vielen Geschichten, in vielen Geschichten von Propheten. Musa a.s. Er mit seinem Stock, er schlägt auf dem Wasser, das spaltet sich auf zwei. War ist ein Stock ein Sebeb dafür? Nein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das gemacht. Musa auch sein Wunder, auch Musa mit, er schmeißt seinen Stock, werft seinen Stock, wird eine Schlange. Er macht seine Hand in seine Tasche, wird weiß. Deshalb, dass diese Aschara negieren die Philosophen, die negieren Aschara. Die erkennen die Wunder nicht. Ja, die Materialisten, die erkennen das nicht. Deshalb, es gibt zwei Arten von As-Sabab. Zwei Arten, Schar'an und Qadaran. Dua ist ein Sabab Schar'i. Dua ist ein Sabab Schar'i, damit du deine Wünsche bekommst. Aber Dua für Philosophen, das ist kein Sabab. Weil sie glauben nicht an Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie glauben nicht daran. Und auch manche, die sagen, du brauchst keine Dua machen. Ibn Qayyim diskutiert in diesem Blatt, dieser Seite, diejenigen, die sagen, du brauchst auch ein Dua nicht machen. Weil Allah, wenn Allah wollte, dass ich ein, wenn Allah will, dass ich ein Kind bekomme, bekomme es. Ohne Dua. Sie verneinen das Sebab. Die verneinen das. Deshalb die beiden Gruppen, die stoßen gegen die Wahrheit von der Tawakkul. Deshalb in dieser Seite, Ibn Qayyim sagt, فَإِذَا اَعْتَقَدَ الْعَبْدُ أَنَّ تَوَكُّلَهُ لَمْ يَنْصِبْهُ اللَّهُ سَبَبًا وَلَا جَعَلَ دُعَاءَهُ سَبَبًا لِلَيْلِ شَيْءٍ فَإِنَّ الْمُتَوَكُّلْ فِيهِ مَدْعُو بِحُصُولِهِ كَانَ قُدِّرَ حَصَلْ. Er sagt, es gibt manche, die glauben, dass Tawakkul ist kein Sebab, um Sachen zu bekommen. Wenn Allah will, ich bekomme das ohne Tawakkul. Wenn Allah nicht will, ich bekomme das ohne Tawakkul. وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء ما قدر. مخ توكل مخ توكل oder mach nicht, du bekommst was Allah will für dich. Das ist diese, er diskutiert diese Gruppe. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ ونسيان عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول. ورأيت بعد متعمق هؤلاء في كتاب الله لا يجوز الدعاء. إذا أن إشلاز أن إبت خايبة في هذه الجروبة إغلاوبت الدعاء نشت إغيت إبت فرناينة في الأسباب. إذا إشلاز إن منش بيشة في إبت خايبة في هذه الجروبة إهات الدعاء نشت إغلاوبت. Er sagt, man darf Dua lesen, alles Rezitation, wie du Al-Quran liest. Aber das ist kein Dua. Ja? قال ان الدعاء بيتضمن الشك في وقوعه لان الداعي من الخوف والرهبه. Er sagt, warum? Weil er sagt, Dua, angeblich, wenn du Dua machst, du hast Zweifel, ob das passiert oder nicht. Und das bringt nichts, sagt er. وجواب هذا ملهم الباطل نقيم إزاق ديز فان زو ديز أوزاق فم ديز لويسة يعني بيش خايب داس من دم فان إغا وجواب هذا الوهم الباطلي أي يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرت من القسمين لم تذكره هو الواقع وهو يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء فنصب الدعاء والتوكل سببه لحصول المطلوب وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه. Er sagt, dass er diskutiert jetzt die zwei letzten Gruppen. Die erste Gruppe, der verneint das Sebeb. Zweite Gruppe, der dritte, er sagt, das Sebeb beeinflusst nicht. Aber wir machen das Sebeb, weil unser Ziel,
wird dadurch gemacht, aber selber hat das nicht beeinflusst. Das ist ein dritte, die dritte Aussage von dem Scholastiker. Die Asha'ira und die Maturidi, die glauben das. Und das sind auch eine Art von ihnen, die sind auch Jabriya in Bezug auf Al-Qadr. Ja? Sie sagen, es selber beeinflusst nicht. Das ist auch, Ibn Qayyim, er sagt, das ist ein Wahn. فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب وهذا كما قضى يحصل الولد من قيم إفيدالية في الزاق وين دو السبب نيش مخص كومت كاين مسبب und das ist das sind die Regel der Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hat so gemacht, wenn du ein Kind willst, du sollst heiraten. Und wenn du satt sein möchtest, du sollst essen. Und wenn du Durst hast, du musst trinken. Wenn du sowas machst, du wirst nicht satt und deine Durst wird bleiben. Auch Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du Al-Hajj machen willst, du musst nach Mekka gehen. Um nach Mekka zu gehen, du musst reisen. Aber wenn du bleibst in dein Zuhause, wirst du nicht in Mekka sein. Dadurch kannst du nicht deinen Hajj machen. Und auch, Allah subhanahu wa ta'ala qada bi dukhul al-Jannah idha aslam. Wenn du, al-Jannah ist ein Ziel. Das Sebab davon ist die guten Taten. Islam und die guten Taten. Wenn du sie unterlässt, wirst du nicht eintreten. So einfach. Wa qada bi indaj al-ta'ami bi iqad al-nari tahtahu. Wenn du dein Essen essen willst, du musst es kochen. So dein Essen bleibt roh. وقضى بطلوع الحبوب الى زرع بشق الارض والى قائل auch das Pflanzen auch. Das Pflanzen auch ist ein Mittel, damit du Gärten haben möchtest. فوازن ما قاله من كل الاسباب ان يترك كل من هؤلاء السبب الموصي ويقول اذا قضي لي وسبق لي بالاجل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها لابد ان يصل اليه. وتحركت او سكنت وتزوجت او تركت سافرت القعده واذا لم يكن قد قضى لي لان فعلت او تركت. Er sagt, er beschreibt diese Leute, sagt, فَهَلْ يُحَدُّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْعُقَلَىٰ. Sagt jemand, der einen Verstand hat, dass man sowieso dies alles bekommt, ohne ein Sebab zu machen? Er sagt, die Tiere, die du siehst, wie die Kühe, die Schafe und die Ziegen und auch diese Kamele, die haben mehr Fiqh als diese Leute. Weil diese vier, sie führen es Sebab durch, um ihren Ziel zu bekommen. Die haben mehr Rechtleitung als diese Leute. Er sagt, Tawakkulu ist ein gewaltiger Ursache, Sebab, um dein Ziel zu bekommen. Oder deine Sachen, die du Angst wird weggemacht. Wenn man Ankara al-Asbab, lam yastaqim minhu al-Tawakkul. Derjenige, der die Gründe des Asbab verneint, sein Tawakkul wird nie authentisch. Walakin min tamam al-Tawakkul adam al-Rukun al-Asbab. Und auch gesagt, die Vollkommenheit von al-Tawakkul wirst du erreichen, indem du nicht an al-Asbab hängst. Wir erkennen das Sebab, aber du hängst nicht an al-Sebab. Und du sollst die Schnüre schneiden, die verbinden dein Herz mit diesem Sebab. Also dein Körper bewegt sich mit dem Sebab, aber dein Herz hängt an Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَكُونُ حَالُ قَلْبِهِ قِيَامُهُ بِاللَّهِ لَا بِهَا وَلَا وَحَالُ بَدَنِهِ قِيَامُهُ بِهَا. Er sagt, dein Körper arbeitet mit dem Sebab, aber dein Herz hängt an Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْأَسْبَابُ, er sagt, die Al-Asbab, die Gründe, sind eine Stelle der Allahs Weisheit und sein Befehl und seine Religion. Und Tawakkul bezieht sich auf Al-Rububiyya und Al-Qada und Qadar. فلا تقوم عبودية. Keine Dienerschaft wird authentisch, außer mit Al-Asbab. ولا يقوم und kein Tawakkul wird authentisch, außer mit Dienerschaft. Das ist ein Kapitel, haben wir jetzt gelesen. Es bedeutet, dass Al-Asbab ist wichtig. Und Feststellung von Al-Asbab ist sehr wichtig. Und das gemäß was
was der Verstand von uns verlangt. Also der Verstand, er, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unserer Fitra gezeigt, dass jeder Musabbab braucht ein Sebab. Das ist normal. Ja? Aber diese Sebab, nehmen wir an, Sebab ist A und Ziel ist B. Wenn A da ist, kann B sein, kann nicht. Es gibt keine notwendige Beziehung zwischen As-Sabab und Musabab, zwischen A und B. Warum ist At-Tawakkul wichtig? At-Tawakkul ist wichtig, damit du diese B sicher bekommst. Damit As-Sabab richtig bewirkt. Mit Allahs Hilfe. As-Sabab allein, wenn du hängst an As-Sabab, es bedeutet, Allah überlässt dich mit As-Sabab. Aber die richtige Form von dem Tawakkul, dass du machst das Sebab. Du gehst, du handelst. Du machst, was du kannst. Mit deiner Hand. Aber dein Herz, er ist sicher und überzeugt, dass diese Sebab wird dein Ziel bringen, wenn Allah es will. Und dass dies alles Er kommt nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zulässt. Das ist As-Sabab. Das ist ein Kapitel. Dann kommt ein anderer Teil, dritter Teil. Also erster Teil, das Wissen über Allah. Zweiter Teil, das Erkennen von As-Sabab. Ja? Und du weißt die Stellung von As-Sabab. Übertreibe nicht in dem Maß von As-Sabab. Ja, aber hat ein Maß, hat eine Stellung. Drittens, Rusuchul Qalbi fi maqami Tawhid. Rusuchul Qalbi fi maqami Tawhid. Rusuch, das Vertiefung des Herzens in der Stellung von der Tawhid. Das Vertiefung vom Herz in der Tawhid. Fa'innahu la yastaqimu tawakkulul abdi hatta yasihha lahu tawhidu. Tawakkul ist nicht authentisch, bis At-Tawhid authentisch ist. Bal haqiqatu At-Tawakkuli, sogar die Wahrheit von At-Tawakkul, Tawhidul Qalbi, die Wahrheit von At-Tawakkul ist Tawhid des Herzens. Fama damat fihi alaiq al-shirki, fatawakkulu ma'lul madkhul. Sag, wenn diese alaiq, diese Beziehungen, die im Herzen sind, noch anwesend ist, weil es gibt auch Beziehungen vom Herzen zu Sebab, die Schirk sind. Man kann übertreiben in das Sebab, bis das ein Schirk wird. Oder man macht ein Sebab, was nicht Sebab ist. Wie die Leute, die hängen diese Augen in ihren Läden, diese blauen Augen, die denken, diese Augen die bewahrt ihr Laden, gibt ihm Baraka. Schirk. Also bedeutet, das Herz hängt an diese Sebab, was nicht Sebab. فَتَوَكُّلُهُ مَعْلُولُ مَدْخُولُ عَلَى قَدْرِ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ تَكُونُ صِحَةُ التَّوَكُّلُ فَإِنَّ الْعَبْدَ مَتَ الْتَفَتَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ أَخَذَ ذَلِكَ الْتِفَاتِ شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ قَلْبِ سَلَحَ. Schön. Allah, das ist Ibn Qayyim, Qayyim ist ein, das ist, was soll ich sagen, wie kann ich ihn beschreiben? Also ein Kenner ist das, Kenner der Seele. Er sagt, die Vollkommenheit von der Tawakkul ist die Vollkommenheit von der Tawakkul stammt von Vollkommenheit von der Tawhid. Und wenn es ein Schu'ba, eine Branche in dein Tawhid fehlt, ja, es fehlt auch in dein Tawakkul. Ja, weil diese Mängel in der Tawhid nimmt von dein Tawakkul. ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا بهذه الأسباب. Deshalb sagt ein Fehler von dem Sufistika und die anderen, die haben gedacht, die Wahrheit von der Tawakkul kommt, indem man verneint die Sebab. Man hängt an Allah vollkommen. Und man verneint das Sebab.
Aber Allah hat das so gemacht. In seinem Qadar, seiner Schöpfung. Allah ist der Rabb. Allah hat das so gemacht. وهذا حق لكن ich sage, das ist, es gibt einen Teil von dem Haq, das Haq, dass man hängt, das Herz hängt an Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن رفضه عن القلب لا عن الجوارح. Er sagt, ja, du darfst das machen, du darfst die Asbab verneinen, du darfst das machen, das ist richtig, aber aus deinem Herz, verneinen sie aus deinem Herz. Asbab soll keine Stelle in deinem Herz haben. Nicht in deinen Händen. Arbeite mit deinen Händen, als Sebab, mit deinen Händen. Aber verneine dein Herz, säubere dein Herz, reinige dein Herz von den Asbab. Ja? فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. Sag, التوكل, die wahre توكل, dass du dein Herz reinigst von den Sebab. Und deine Glieder handeln mit den Sebab. فيكون منقطعا منها متصلا بها. Salam. Versteht ihr diese feinen Sachen? Versteht ihr alles? Habt ihr verstanden? Das ist ein Kapitel, dann kommt noch ein anderer Kapitel, vierter Teil von der Tawakkul. Aber ich rede darüber heute nicht. Wir reden morgen, inshallah, darüber um 18.15 Uhr, vierte Kapitel, Verlassen des Herzens auf Allah. Und Sukunuhu ilayh, das Herz soll eine Ruhe haben. Das Verlassen auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Diese Ruhe des Herzens. Das ist die Wahrheit von Iman. Das ist die Wahrheit von Iman. Weil du kannst 80 Jahre leben. Ich sage, die meisten Muslime, die wissen nicht, gar nicht von diesen Sachen. Gar nicht. Die wissen gar nicht von diesen Sachen. Deshalb ist das Wissen sehr wichtig. Das ist, warum das Wissen sehr wichtig ist. Du siehst die Sachen im Detail, so leuchtend, klar. Und siehst du sauber, im Detail, ausführlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Imam ibn Qayyim reichlich belohnen, Rahma geben. Und ihm belohnen für alles, was er geschrieben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm in diesem Tag Rahma, mit seinem Sheikh auch, alle Gelehrten. Amin, amin. Aber das Thema, dass das Herz soll nicht hängen an das Sebab, das weiß nicht jeder, weil das Herz hängt immer an was man sieht. Das Herz hängt immer auf was man sieht. Ja? Das ist das Problem. Okay, dann, inshallah, ich habe noch 5 Minuten. 5 Minuten habe ich. Wenn jemand eine Frage hat, kann sie stellen. 5 Minuten habe ich noch. Inshallah. Wenn es keine Fragen gibt, dann, inshallah, beenden wir unsere Halaqa. Sebab gehört dazu, dass Dienerschaft gehört. Und das Sebab der Dienerschaft ist Tawhid. Sebab von Tawakkul. Also ist Sebab von Tawakkul. Also Dienerschaft ist Tawhid, ist ein Sebab von Tawakkul. Dienerschaft. Und das Sebab der Dienerschaft ist. Und Sebab der Dienerschaft ist Tawhid al-Qalb. Das Dienerschaft ist auch Tawhid. Man darf nicht sagen, Dienerschaft ist auch Tawhid. Das ist alles, das ist alles Sachen, die sind miteinander. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen diesen Sachen. Tawakkul ist ein Sebab um für Ziele.
Aber dieser Zaukul, die Basis von der Zaukul ist Dienerschaft. Wir haben am Anfang gesagt, hat gesagt, das Wissen über Allah, das ist Dienerschaft. Al-Ubudiyya, das ist Dienerschaft. Und das Wort, was alles umfasst, ist Tawhid. Weil der Tawakkul gehört der Tawhid. Tawakkul gehört der Tawhid. Und der Tawakkul ist ein Teil vom Tawhid. Ja, und Tawhid bedeutet hier besonders Tawhid al-Rububiyya. Das Wissen über Rabb. Ja, und dein Herz hängt an Rabb. Weil du weißt, dass Rabb beeinflusst die Existenz, beeinflusst alles. Er gibt und nimmt. Ja, das kommt noch. Das wird alles, inshallah, er wird immer noch viel Sachen detaillieren. Okay, dann wa iyyakum, dann beenden wir unsere Halaqa. Bis morgen, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.